Ja, und damit herzlich willkommen zu Sequenz 8. Ja. Es ist jetzt genug Geld in der Truhe der Vella. Das heißt, ich werde erstmal nach Monteriggiani gehen, die Truhe plündern und eventuell, ich habe ja alles freigekauft. Ich bin mir unsicher. Ich denke mal, ich werde dann Rüstungsteile noch nachkaufen, die mir aktuell fehlen. Ich will halt gut ausgerüstet sein. Für den ganzen Kram. Notfalls werde ich mir eventuell eine neue Waffe holen oder mehrere neue Waffen. Eventuell Kunstgemälde, die mir noch fehlen und so weiter und so weiter und so weiter. Schauen wir doch mal kurz. Gemälde. Ah ja, komm. Die haben noch gefehlt. Rüstung. Okay. Okay, okay, okay. Die stärkste Rüstung soweit. Misaglias, das sind die letzten. Ich war mir sicher, dass ich habe, was ihr sucht. Das ist die, oder das sind die, die letzten und besten Rüstungsteile. Sau teuer, wirklich extrem sündhaft teuer, aber die sind das Geld wert. Oh, halt. Das ist unten. Ich wollte schon sagen. Danke fürs Geld. Und Jessikowski. Ich bin mir unsicher. Soll ich jetzt hier die Metallstiefel holen? Ich meine, ich müsste noch Training abschließen. Ezio, schön euch zu sehen. Bereit für ein bisschen Training? Spezialaktion. Ja, lange Waffen. Das brauche ich noch. Hey. Oh. Einmal noch. Viel besser. Ein letztes Mal noch. Perfetto. Schwungangriff erlernt. So, so. Das war's. Puh, dann haben wir das auch endlich hinter uns. Ihr seid hier immer willkommen, Ezio. Kommt jederzeit wieder. Und das Beste ist, ich glaube, wir haben jetzt alles freigeschalten an Training. Also lange Waffen, Zweihandwaffen, aua. Und so weiter und so weiter. Rüstung. Oh, ich kann die mir gerade noch so leisten. Ah ja, doch, ich kann die mir leisten. Dann ciao. Der Wert steigt. Das ist immer gut. Vor allem, das ist, oder was heißt, das ist schlimm. Die Bewohner zum Teil sind alle Söldner, Banditen und Kurtisanen. Aber normale Einwohner, mal hier und mal da, aber ansonsten Venedig. Rialto-Brücke, da müssen wir, glaube ich, hin. Und die Mission wird auch witzig. Beziehungsweise ist tierisch nervig. Weil da ein Haufen Barten, meine ich, und ein Haufen Kistenschlepper auf alle Fälle. Und Barten nerven halt auch, die Tarnung auffliegen lassen. Da gäbe es einen Attentatsauftrag, aber Geld spielt jetzt erstmal keine Rolle. Schätze, die lasse ich mal Schätze sein. Ah, okay, es gibt hier noch ein Assassinsiegel, das ich noch holen möchte.
Lass mich bloß in Ruhe. Drecksbade, hey. Die Frage ist jetzt, liegt die Mission neben dem Assassinsiegel? Wenn ja, dann mache ich zuerst das Assassinsiegel. Beziehungsweise ich lasse erstmal hier die Umgebung synchronisieren. Santo Stefano. Das geht, glaube ich, dann quer durch halb Venedig. Über die Rialto-Brücke, über dies und das, Salonier, bla und blub und so weiter. Von 73. Ich bin mir echt unsicher. Alter, wie weit ist denn das Assassinenziegel entfernt? Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, der kann schwimmen. Weil die Leute, die normalerweise im Wasser landen, Kampagne, die San Marco. Oh, das ist ein, was das geiler Ort. Da war ich, also im realen Leben war ich schon mal an diesem Ort. Ist echt super toll. Basilika di San Marco. Okay, dann muss ich hier hoch irgendwie. Du kannst gern noch weiter hochgreifen oder ganz rüber. Jetzt geht er ganz rüber, ich verstehe es euch nicht. Halte mal. Wollte gerade schon sagen. Moment mal. Wenn es auf dem normalen Wege nicht geht, dann so auf alle Fälle. Ach, sieh mal an. Hier haben wir ein... die Wahrheitssiegel. Jetzt lass es nur aufpassen beim Hochklettern. Ich habe keinen Bock, mich jetzt nach unten fallen zu lassen. Sonst war der ganze Aufstieg umsonst und ich will das hier synchronisiert haben. Vor allem, das muss man sich überhaupt erstmal geben oder das muss man erstmal nachmachen. Auf so einem hohen Ding. Ich dachte gerade schon, freihändig zu stehen und dann als Beispiel so ein, wie heißt's, Palazzo Ducale di Venezia. Es gibt einen kleinen Trick, wie man da reinkommt. Da gibt es einen kleinen, aber hinterhältigen, miesen Trick, wie man hier locker reinkommt. Sicher bin ich mir jetzt nicht, ob das funktioniert. Oder ob es funktioniert. Meine Herren, ich wäre froh, wenn... Und tschüss. Mann, 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 Mann. Ich will doch nur das Assassinen-Siegel machen. Nee, hier war's, glaube ich. Salutatemi, Messer Nino. Wenn Messer Giraldi das sehen könnte. Doch.
Da gibt es nämlich einen kleinen miesen Trick. Da hält sich Ezio an einer bestimmten Stelle fest. Entschuldigung. Und kommt dann da hoch. Und das ohne Probleme. Weil ich will gern das Assassinen-Siegel irgendwie jetzt... Moment mal. Oder war es so? Och, leck mich. Oder es war irgendwie von der Seite. Ich kann es echt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Weil das Ganze war nämlich auch mal so ein Glücksfall. Da hat Ezio sich auf einmal hochgeworfen und hat wunderbar geklappt. Bla bla bla. Ups. Nein, ihr könnt. Oder es war irgendwie von der anderen, von der Hinterseite, kann das sein? Muss ich mal nachgucken. Weil mit dieser Klettersprungtechnik kommt man auch rein. Wie genau, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, aber man kam rein. Ich glaube, ich bin drin. Und mit einem bestimmten Trick kommt man auf alle Fälle in den Palazzo rein. Das wollte ich noch sagen. Das war, glaube ich, auch eine... Ja, das war auch eine Kletteraktion. Dorthin müssen wir. Das Geheimnis von San Marco. Die Rätsel der Basilika San Marco lösen und das Assassinen-Siegel finden, das darin versteckt ist. Und wir müssen das Puzzle aktivieren. Halleluja. Das war was. Die 4 Tests bestehen. Heißt also, was soll das sein? Einmal hier draufstehen. Hier hoch. Da drauf. Hier hoch. Dort hoch. Hier rüber. Hier entlang. Irgendwie hier aufs Kreuz hoch. Dort hoch entlang. Ich weiß jetzt nicht. Ja. Zeitdruck. Wups und schwupp. Ja gut, man hat eigentlich viel Zeit. Allerdings, die meiste Zeit macht man, glaube ich, hier kaputt. Also, ja, genau deswegen. Wenn man da nicht aufpasst. Nein! Oder hier nicht aufpasst, dann ist es eine Katastrophe. Ich würde gerne neu starten. Danke. Komm schon, hoch da, hoch da, hoch da. Keine Zeit. Och, Ezio, ne? Ich sag's ja, die Steuerung, keine Ahnung, mit jedem Update wird die Steuerung immer schlimmer. Und ich weiß nicht, worauf sich Ubisoft bzw. Uplay
mit der Steuerung drauf bezieht. Oder was die mit dieser Steuerung bewirken wollen. Hier rüber. So. Einmal hier. Einmal da. Einmal hier drauf. Hier hoch. Da ist der Hebel. Und. Test Nummer 1 bestanden. Ich hätte mich abrollen sollen. Test Nummer 2 geht also hier weiter. Hier hoch, dort entlang, hier hoch, dort entlang, dorthin, hier hoch, auf das Kreuz, auf dieses Kreuz, irgendwie da hoch. Shit. Ezio, ne? Ich drehe mich nur in die Richtung und er springt sofort in die sofort ins Ungewisse. Das ist natürlich hier. Ups. War es hier hoch? Nein, dann war es eventuell hier hoch. Ezio. Ich sag's ja, ne? Steuerung. Uplay. Ihr macht das tolle Spiel. Also ich finde ja Assassin's Creed 2 toll. Ist ein tolles Spiel. Ich habe schon mehrmals durchgespielt. Aber was ich halt irgendwie hasse, mit jedem Update oder mit manchen Updates wird das Spiel verschlimmert. Kaputt gemacht. Ähnlichem. Oder was auch immer. Oh oh. Nein! Und ich darf wieder die ganzen vier Tests. Oh, okay. Erstmal die schlimmsten zuerst. Ja, das ist mir klar. Ich will wissen, ab welcher Höhe der Hebel ist. Weil irgendwie bin ich zu hoch gewesen. Und Ezio springt natürlich über dem über den Hebel. Oh, halt. Hups. Dort lang. Ezio. So. Alter. Na, die Steuerung. Hops. So, jetzt bin ich gespannt. Aha.